Bereits am Montag berichteten wir von der Vogtland-Sportgala aus Markneukirchen. Zum 20. Mal führte dabei die RTL-Sportredakteurin Ulrike von der Gröben charmant wie sachkundig durch den Abend. Sie nahm sich im Anschluss die Zeit, TV Westsachsen exklusiv ein kurzes Interview zur Gala an sich und der Sportprominenz zu geben. Die 20. Gala, was war anders? War es aufregender? War es schöner? Ja, die war total verrückt. Man muss sich das mal vorstellen. Die Gala gibt es seit 25 Jahren. Ich bin seit 20 Jahren dabei. Und das erste Mal fällt uns nicht nur ein Stargast aus oder Laudator, wie immer man es nennen möchte, sondern gleich zwei auf einmal. Beide sagten heute Bernardo vom RB Leipzig und dann auch noch Rebecca Hase. Also und wie Volkert Kramer das dann hingekriegt hat, tatsächlich noch wirklich tollen Ersatz zu finden. Großes Kino. Was zeichnet denn die Sportgala gegenüber anderen Galas aus? Ja, genau das zum Beispiel. Dass da einer sitzt, der auch nicht aufgibt, wie die Sportler selber, der einfach sagt, ja, dann werde ich schon irgendwie durch meine Kontakte, durch Freundschaften, durch Verbundenheit in der Region, über die Grenzen hinaus, jemanden finden, der kommt und der muss nur anrufen und die Leute mögen ihn und sagen das. Es hat eben irgendjemand gesagt, als er die Gala, ich glaube, Sophie Schäder beschreiben sollte, ja, was ist das denn überhaupt? Wo soll ich denn dahin so gleich heute Abend? Da hat er gesagt, das ist das Größte, was du dir unter kleinen Veranstaltungen vorstellen kannst. Und das, so ist das ein bisschen. Es ist ja keine Riesenveranstaltung, aber sie ist die Größte unter den Kleinen und die Schönste. Du hast ja 20. Mal moderiert, bist aber gar nicht so richtig mit einem Preis gewürdigt worden oder das ist gar nicht so richtig rausgekommen, oder? Ja, ich meine, es geht ja wirklich nicht um die Moderatoren. Ist ja schlimm genug, dass wir es auch immer erwähnen. Da macht man ja auch klar, dass man immer älter wird. Aber ich glaube, der Volker sagt das auch deswegen immer dazu, weil das den Menschen hier auch zeigt, dass dann schon eine lange Tradition und auch Treue dahinter steckt. Ich meine, das würde ich ja nicht machen, wenn ich nicht wirklich so gerne hier hinkommen würde. Ja, bei der Sportlergala hier ist es ja so, da zählen ja keine Rekorde, da zählen auch keine Bestzeiten, sondern spielt ja auch die Sympathie eine gewisse Rolle. Findest du das gerecht? Ja, ich meine, durch Leistung bestechen sie ja dann während des Wettkampfs und dafür kriegen die dann ihre entsprechenden Platzierungen oder eben auch Gold, Silber, Bronze. Aber hier bei der Sportlerwahl geht es ja auch darum, nicht nur die Erfolge, sondern auch, dass sie als Menschen toll sind. Vielleicht irgendetwas haben, was andere animieren kann, auch Sport zu machen, dass sie Fairness. Oder es ist auch schön, wenn einer ja eine tolle Ausstrahlung hat, der uns entertaint, nicht nur während er Sport macht, sondern der auch sonst was zu sagen hat oder uns zum Lachen bringt oder uns zum Nachdenken bringt. Also Menschen, die anders sind, als einfach nur stur geradeaus laufen. Du kennst ja jetzt viele Promis, unter anderem durch die Sportgala. Du kennst viele vogtländische Sportler. Schlägt denn da bei RTL, wenn du Sportnachrichten liest, das Herz höher, wenn einer von denen dabei erwähnt wird? Ganz ehrlich, das betrifft nicht nur die vogtländischen Sportler, sondern inzwischen schon alle sächsischen und vor allen Dingen auch alle Sportler, die ich hier kennengelernt habe auf der Bühne, also auch von unseren Gästen, die hier waren. Ich gucke die Wettkämpfe ganz anders. Also zum Beispiel Erik Frenzel, als er hier war. Von dem Tag an habe ich alles und habe ich auch meinen Jungs gesagt, der kann das. Und ich sag dir, der hat noch Reserven und was weiß ich, was man dann so gemacht hat. Björn Kircheisen, den ich hier als Jugendlichen gesehen habe, jedes Mal, wenn die mit der nordischen Kombination unterwegs waren. Und ich hätte es ihm so sehr gegönnt, mal bei einer WM Gold zu bekommen oder bei Olympischen Spielen. Und Gott sei Dank hat es ja im letzten Jahr zumindest mit dem Team noch geklappt. Ja. Auf jeden Fall sind die ich hier kennengelernt habe, immer was ganz Besonderes für mich. Was macht Ulrike von der Gröben voraussichtlich am Abend des 23. oder 29. März 2019? Da würde ich wahrscheinlich wieder hier sein, oder? Da freuen wir uns alle drauf und bis dahin alles Gute und wir werden viele sicherlich RTL anschauen und schauen, welche Nachrichten du uns vom Sport überbringst. Ich komme gerne wieder und danke, dass ich hier, ich grüße also alle da, ne? Mhm.